Grüß Gott, ich bin Katrin Rahm und Pfarrgemeinderätin aus der Pfarre Zell am Ziller und darf Herrn Dekan Steinwender heute einige Fragen stellen. Viele fragen sich, ist Corona jetzt vorüber oder kommt es noch dicker? Wir haben für heute das Thema gewählt, vom Regen in die Traufe, mit großem Fragezeichen. Ist das jetzt die Ruhe zwischen den Stürmen? So, nun kommen wir zur Sache. Herr Dekan, es scheint scheinbar ruhig geworden zu sein, nach der Zeit von Corona. Sie haben sich damals sehr kritisch zu vielen Maßnahmen geäußert und dafür auch Angriffe und Maßregelungen erhalten. Und als sich alles zuspitzte, haben Sie zum Gebet für Österreich aufgerufen. Wie geht es Ihnen in der Zeit jetzt nach Corona? Ja, ich muss sagen, persönlich geht es mir sehr gut. Manchmal denke ich mir, ich habe das ja nicht verdient, aber freuen soll man sich schon drüber. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich Priester sein darf, dass ich in diesem schönen Land und diesem schönen Ort Zell am Ziller wirken darf. Ich bin dankbar für sehr vieles in der Pfarre, für die Menschen und vieles mehr, das einfach Grund zum Danken ist. Wenn ich über die geistige Situation nachdenke, über verschiedene Zustände, Entwicklungen, dann werde ich sehr, sehr nachdenklich und ich denke täglich über viele Dinge nach, die mich eben beschäftigen. Und die jetzige scheinbare Ruhe, muss ich ehrlich sagen, macht mir mehr zu schaffen als die Konfliktsituationen oder manche Konfliktsituationen in der Corona-Zeit. Sind Sie nicht froh, dass Corona jetzt endlich vorüber ist? Ich bin froh, dass die Impfpflicht vorüber ist, die Testungen, viele eigentlich totalitäre Einschränkungen. Da bin ich sehr froh, aber die Folgen vieler Maßnahmen sind eben leider nicht vorüber. Man hat Corona weitgehend oder das, was geschehen ist, nicht aufgearbeitet. Es gibt nur ganz bescheidene Ansätze und es gibt viele dramatische Folgen, die jetzt nach und nach hervortreten. Man könnte es auch so formulieren, es ist zwar ruhig, aber es ist nicht mehr wie früher und die Ruhe ist nur eine äußere Ruhe. Wir haben das Phänomen der Spaltung, die ist entstanden, weil viel Unrecht geschaffen wurde. Und sie ist großteils nicht beseitigt und sie ist tief und schmerzlich, vor allem auch mitten in Familien eingedrungen und eben oft noch da. Ein zweiter Punkt ist, das Vertrauen in viele Institutionen und auch Personen ist schwer angeschlagen und leider oft sehr zu Recht. Und es ist die Frage, wie geht man damit um? Und dann ist es noch ein Problem, es gibt sehr viel Leid unter den Menschen. Zum Beispiel, viele Angehörige haben einen Menschen verloren. Oft ist der Verdacht im Raum gewesen, der Todesfall auch zum Beispiel mit der Impfung zu tun hätte, aber es ist nicht wirklich geprüft worden. Viele Menschen sind gesundheitlich seither schwer angeschlagen oder auch auf Dauer geschädigt, wo auch oft ein ähnlicher Verdacht im Raum ist oder ob es auch mit den Folgen von Maßnahmen zusammenhängt. Es gibt viele Menschen, die psychisch leiden und schwer angeschlagen oder auch irgendwie traumatisiert sind. Sehr viele Kinder leiden unter den Folgen der Behandlung, die sie erlitten haben. Und dann gibt es viele wirtschaftliche Folgen. Manche haben zum Beispiel den Arbeitsplatz verloren, weil sie aus Gewissensgründen sich zum Beispiel gegen die Impfung entschieden haben. Manche haben den Betrieb verloren, alles, was sie aufgebaut haben, eben durch plötzliche Maßnahmen und so weiter. Was mich aber am tiefsten beschäftigt, ist ein Leid, das darin besteht, dass die Schuld nicht bewältigt wird. Und das ist ein Leid besonderer Art, ein geistliches Leid, das oft auch unerkannt da ist und verdrängt wird, aber umso mehr sich mit Sicherheit wirksam ist. Es ist das geistliche Leid, das wir sehen sollten. Und noch etwas kommt mir in den Sinn.
was mir wirklich Unbehagen bereitet in dieser sogenannten Ruhe. Man sieht irgendwie fast mit freiem Auge, dass sich jetzt wieder offenbar eine neue, dass wir offenbar auf eine neue Situation zugehen mit ähnlichen Folgen und dies irgendwie wissentlich, bewusst, ähnlich nach dem Muster der Vorgänge in Corona. Man erkennt schon, wie eine gewisse, ich sage es jetzt ganz direkt, Klimapropaganda medial im Aufbau ist. Und das wird möglich, ein künftiges sozusagen Szenario, wenn Corona nicht wirklich aufgearbeitet wird. Mhm. Manchmal hört man auch den Ausdruck, ich glaube, Kardinal Schönborn hat in seiner Zeit auch in der Pressestunde gesagt, nachher ist man immer gescheiter. Ist es nicht so? Diese Aussage habe ich selber öfters gehört. Vielleicht habe ich sie auch manchmal in anderen Zusammenhängen gebraucht. Aber in diesem Zusammenhang scheint mir die Aussage geradezu fatal zu sein. Vor allem, wenn sie ein Kardinal sagt, nach dem, was alles geschehen ist, da ehrlich gesagt, da finde ich keine Worte mehr, um das zu beschreiben. Und trotzdem möchte ich darauf eingehen. Eines ist an diesem Satz vielleicht doch positiv. Er drückt aus, dass man erkannt hat, dass wenigstens manches vorher falsch gelaufen ist. Also diese Erkenntnis ist da. Aber es gibt einige fragliche Dinge. Zum Beispiel stört mich in diesem Satz das verallgemeinernde Wort Mann. Mann ist nachher gescheiter. Das heißt, Mann hätte vorher nichts gewusst. Es klingt so, als ob man nichts hätte wissen können, als ob vorher alle mit dabei gewesen wären. Und das war in keinster Weise der Fall. Man hat vorher im Grunde genommen alles gewusst, wer hören wollte, der hat vorher gehört und auch gewusst, welche Folgen dieses oder jenes hat. Man hat auch diejenigen, die eine andere Meinung hatten, nicht hören wollen. Man hat sie verunglimpft, man hat sie unter Druck gesetzt und vieles mehr. Ein zweites Wort, das mich stört in diesem Satz, ist das Wort immer. Nachher ist man immer gescheiter, das ist so ein entschuldigendes Wort. Aber wieso sollte man nachher immer gescheiter sein? Es stimmt einfach nicht. Viele sind nachher nicht gescheiter. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man nachher dümmer ist oder in die gleichen Fehler wieder hineinfällt. Das kann man heute jeden Tag in den Medien beobachten. Und es gibt die Möglichkeit auch der Verhärtung. In der Bibel gibt es ein besonderes Beispiel dafür. Der Pharao von Ägypten, trotz vieler drastischer Plagen, hat er sich immer noch mehr verhärtet. Und dann gibt es den Satz, aus der Geschichte lernt man, dass der Mensch aus der Geschichte nicht lernt. Die Frage ist vielmehr die, ob man gescheiter werden will. Und das hängt damit zusammen, ob ein Mensch die Wahrheit um ihrer selbst willen sucht. Ob er diese innere Freiheit dazu hat. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel im Korintherbrief, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Ich erinnere mich an einen Besuch, ein älterer Arzt aus der Gegend von Steyr hat mich besucht, eine wirklich interessante, würde ich sagen, bekennende Persönlichkeit. Wir hatten ein sehr anregendes Gespräch und da hat er diesen Satz formuliert, der mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Es ist viel leichter, jemand zu täuschen, als jemand von einer Täuschung wegzubringen. Ich denke, man sollte daher diesen Spruch, nachher ist man immer gescheiter, abändern und sagen, es gibt für jeden die Möglichkeit, dass er aus Erfahrung lernt und gescheiter wird. Und genau das ist mir ein großes Anliegen, dass wir gescheiter werden, aber nicht nur intellektuell, sondern dass wir reifer werden, dass wir menschlich und geistlich wachsen. Und dazu ist ein ganz wichtiger Punkt die Bereitschaft zur Umkehr. Und noch ein abschließender Gedanke zu dieser Aussage. Christen sollten nicht einfach sagen, nachher ist man immer gescheiter, sondern sie sollten an das prophetische Amt denken.
Ein Bischof, auch schon ein Priester, bekommt durch die Weihe ein prophetisches Amt, das heißt, er kann die Dinge von einer höheren Warte aus betrachten und erkennen. Er hat in besonderer Weise den Heiligen Geist, sogar der Gefirmte empfängt schon die Gabe der Weisheit, des Rates, des Verstandes. Eigentlich hat jeder getaufte Christ schon Anteil an diesem prophetischen Amt. Und das ist eine große Gnade, aber zugleich auch eine größere Verantwortung. Wir müssen eben vor Gott Rechenschaft ablegen und wir werden als Christen strenger gerichtet. Wir sollten deswegen vorher gescheiter sein und wenn nicht, wenigstens aus der Erfahrung lernen, umkehren und eben Gott immer um diese Gaben von Weisheit, Verstand und Rat bitten. Ich habe persönlich das Glück gehabt, dass ich das, was aus Corona sozusagen gemacht wurde, von Anfang an durchschaut habe. Das verdanke ich meinem gesunden Hausverstand. Ich verdanke es dem Heiligen Geist, aber auch manchen Persönlichkeiten. Ich denke da an diesen Virologen Bhakti, ein ganz edler Mann, der am Anfang so klar gesprochen hat und wirklich alles, was er gesagt hat, ist so gewesen und auch eingetroffen. Nun bleiben wir bei der Gescheitheit. Woran könnte man denn erkennen, dass jemand nachher gescheiter geworden ist? Im Wesentlichen würde ich das an ein paar Punkten festmachen. Wenn jemand nachher gescheiter geworden ist, dann freut er sich am Erkenntnisgewinn. Freude an der Wahrheit, wie wir schon gehört haben. Ein anderer Punkt ist, wenn jemand gescheiter geworden ist, dann ist er dankbar gegenüber jenen, die ihm dabei geholfen haben zu erkennen, die also schon vorher sozusagen Früherkenner oder eben wie Propheten die Dinge gesehen haben. Und er erweist diesen Leuten oder Gruppen besonderen Respekt, Anerkennung. Er versteht und anerkennt, dass diese mutigen und hellen Köpfe die Wende unter viel Einsatz und teilweise auch durch Inkaufnahme beträchtlicher Nachteile bewirkt haben, die nicht von selbst so gekommen wäre. Diese Erkenntnis ist wichtig und ein Zeichen. Ein dritter Punkt ist, dass jemand, der dazugelernt hat, auch in einer gewissen Weise beschämt ist. Er erkennt seinen Fehler oder sogar auch eine tiefere Schuld. Er gesteht sie ein. Er bittet um Vergebung und geht den Weg der Versöhnung. Er hat den ernsthaften Willen, durch sein Leben oder vielleicht auch sogar durch ein Leiden vieles wieder gut zu machen. Und wenn jemand guten Wissens und guten Gewissens falsch gehandelt hat, dann braucht er es nicht bereuen, aber er soll den Irrtum eingestehen. Und ein vierter Punkt scheint mir der zu sein, wenn jemand dazu gelernt hat, dass er dann jenen gegenüber, die ihn vorher auf die falsche Ebene geführt haben oder auch belogen oder sogar betrogen oder verführt haben, dass er diesen gegenüber künftig vorsichtiger ist. Denn eines muss auch klar sein, wenn jemand einen anderen belügt, betrügt oder unzulässig unter Druck setzt, auch wenn es vielleicht selbst ein Belogener oder Betrogener war, wenn er nicht wirklich umkehrt, dann wird er weiter so handeln oder vielleicht manche Dinge im Schilde führen. Und für jeden, der offene Augen hat, ist auch klar, dass irgendwie wieder etwas im Kommen ist. Deswegen ist es ein Zeichen, dass man dazugelernt hat, wenn man wirklich auch kritischer wird. Mhm. Sie sprachen jetzt von jenen, die den Umschwung bewirkt haben. Man weiß ja heute, dass Millionen von gekauften Impfdosen, ich glaube, es waren sogar über 30 Millionen, nicht verimpft werden konnten, woraus ja hervorgeht, dass anderes geplant war. Welche Gruppen haben diesen Umschwung maßgeblich bewirkt, erreicht oder vielleicht sogar erkämpft? Ich würde da vier Hauptgruppen sozusagen zusammenfassen. Politisch waren es einwandfrei die Freiheitlichen. Die einzige Partei, die konsequent in dieser schwierigen Situation für die Rechte der Kinder, der Alten, auch der Wirtschaft, die durch den Lockdown
angeschlagen wurde, eingetreten sind. Sie haben sich massiv eingesetzt für eine Impffreiheit. Und man könnte hier dazu sagen, sie waren in dieser Situation die einzige nicht linke Partei. Eine zweite Gruppe: in der Gesellschaft gab es sehr, sehr viele einfache Leute, die haben in ihrem Bereich Widerstand geleistet, sei das beim Maskentragen, beim Testen, dort wo es Übertreibungen eben gab, natürlich besonders dann beim Impfzwang. Menschen, die oft viele Nachteile in Kauf genommen haben, weil ihnen die Wahrheit und das reine Gewissen wichtiger war als irgendein Vorteil oder ein möglicher Nachteil. Und ich glaube, die Summe dieser vielen, meist sehr einfachen, aber edlen Leute hat letztlich doch dann auch entscheidend zur Wende beigetragen. Dann gab es noch eine Gruppe, das waren die vielen Demonstranten. Ich habe viele Leute kennengelernt, die haben noch nie in ihrem Leben demonstriert. Und jetzt haben sie erkannt, jetzt geht es um das Ganze, um die Freiheit. Und manche sind sogar wöchentlich weite Wege nach Wien gefahren, obwohl die Medien alles getan haben, die Demonstranten ins rechte Eck zu stellen, die Zahlen gemindert haben und so weiter. Sie haben alles ausgehalten und ihnen verdanken wir sehr, sehr viel. Und dann kamen noch die vielen Beter hinzu. Als sich alles zugespitzt hat, entstand vor fast 2 Jahren vor diesem Hintergrund die Aktion Österreich betet. An vielen Orten haben die Menschen jeden Mittwoch gebetet und sie tun es immer noch. Und ich bin überzeugt, dass diese Beter, die sogar öffentlich gebetet haben und zusammen auch mit vielen stillen Betern entscheidend beigetragen haben, dass plötzlich eine Wende, die nicht vorgesehen war, sozusagen erreicht wurde. Und ich denke auch, dass es jetzt entscheidend ist in Zukunft, dass viele Menschen wirklich beten für unser Land, für die Politiker, für die Geistlichen, für alle, die größere Verantwortung tragen. Wenn wir nun noch einmal auf den Spruch zurückkommen, dass man nachher gescheiter ist, kann man sagen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen gescheiter waren oder bestimmte versagt haben. Im Zuge der Impfkampagne haben ja bestimmte Medien versucht darzulegen, dass weniger gebildete Bevölkerungsschichten eher zur Impfverweigerung neigen als die sogenannten Gebildeten? Eine sehr interessante Frage. Man hat versucht, das so darzustellen, dass sozusagen die Gebildeten die Maßnahmen bis hin zur Impfpflicht verstehen und dass die weniger gebildeten dazu zu dumm sind. Ich würde hier unterscheiden zwischen Intellektuellen und Gebildeten im eigentlichen Sinnen. Die Intellektuellen, dazu gehöre ich auch als studierter Theologe, was mir jetzt manchmal eher peinlich erscheint, haben offenbar insgesamt am meisten versagt. Das, glaube ich, kann man so wirklich sehen. Sie waren jene Gruppe, die vielleicht am meisten mitgetan haben, unkritisch waren und in einem gewissen blinden Gehorsam alles mitvollzogen und eben mitgemacht haben, oft auch Druck ausgeübt haben und andere ausgegrenzt haben. Zum Unterschied von den Intellektuellen waren unter den einfachen Leuten eher mehr kritische Menschen, die mit dem gesunden Menschenverstand Fehlentwicklungen erkannt haben. Und diese gebildeten, geformten Persönlichkeiten haben mutig gegen sinnlose Maßnahmen opponiert, ihren Mund aufgetan oder sogar ihren Job oder andere Nachteile riskiert und in Kauf genommen. Und diese waren für mich wirklich gebildet. Deswegen ergänzt sich jetzt unter den einfachen Leuten, gibt es vielleicht viel mehr Gebildete als unter den sogenannten Intellektuellen. Die einfachen Leute waren oft gescheiter als die Intellektuellen, weil dort oft das Phänomen der Halbbildung, der Verbildung oder der Ideologie da war. Es gibt in der Kirche einen Begriff, den Sensus Fidelium.
der Glaubenssinn der einfachen Gläubigen, der sehr, sehr wichtig ist und den die Kirche immer ernst genommen hat. In Krisenzeiten haben oft die einfachen Gläubigen die Kirche durchgetragen. Ich denke mir, in diesem Fall war es politisch etwas Ähnliches. Es gab dann noch eine Gruppe, die ich erwähnen möchte. Menschen, die aus Ostdeutschland stammten, aus Ungarn oder dem ehemaligen Jugoslawien, die sind im Allgemeinen viel sensibler gewesen, wenn es um Freiheitsrechte ging. Denn sie selbst, ihre Eltern oder Großeltern, haben ja noch unter dem Kommunismus gelebt und haben daher diese erhöhte Sensibilität, das Gespür für Freiheit gehabt. Und sie haben zumeist klar erkannt und auch Widerstand geleistet. Und in Wirklichkeit muss man ja sagen, vieles, was da geschehen ist, war ja in Wirklichkeit urkommunistisch. Könnte man jetzt aber auch sagen, es gab in der Corona-Zeit auch viele gute Dinge, die da geschehen sind? Natürlich, ganz selbstverständlich. Zum Beispiel Menschen haben Zivilcourage gezeigt, Profil gewonnen im Widerstand. Wenn jemand Farbe bekennt, wenn sich jemand für Freiheit, für die Würde eines Menschen einsetzt und dafür auch etwas in Kauf nimmt, dann sammelt er wirkliche geistige Schätze, er wird innerlich reicher, er wird gestärkt, er bekommt Profil und das ist bei vielen Menschen geschehen. Ich habe zum Beispiel auch durch Corona viele neue wertvolle Bekanntschaften gemacht, darunter auch viele Fernstehende mit einer ganz großen edlen Haltung. Umgekehrt sind in der Corona-Zeit Scheinfreundschaften, die keine wirklichen waren, zerbrochen. Aber die Bewegung vom Schein zum wahren Sein ist letztlich auch etwas Gutes, obwohl es zunächst schmerzlich ist. Das Gute an Enttäuschungen, wie es viele erlebt haben, ist, dass die Täuschung eben dann ein Ende hat. Ein Gutes in dieser Zeit war auch, dass vieles ans Tageslicht getreten ist, das vorher so irgendwo im Verborgenen war. Es ist deutlich geworden, auf wen man sich wirklich verlassen kann. Es ist deutlich geworden, wo jemand steht. Und vieles ist jetzt offensichtlicher, natürlich nur für den, der nicht mitschwimmt und ganz in den Dingen sozusagen befangen ist. Auch kirchlich gesehen darf man das so sehen, es ist der wirkliche Zustand offenbar geworden, auch wenn es sehr schmerzlich ist, ist es doch gut. Man weiß jetzt einfach ganz klar, wie jemand steht, auf wen man sich verlassen kann, auch wer einem vielleicht gleich in den Rücken fällt. Es ist transparent geworden, vieles. Vor allem ist klar geworden, dass der nachkonziliare, liberale, angepasste Katholizismus versagt hat. Diese Offenbarung bietet jetzt meines Erachtens eine große Chance, dass man wirklich eine echte Erneuerung beginnt und anstrebt. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie das Leid vieler Menschen beschäftigt und als größtes Leid haben Sie die nicht bewältigte Schuld angeführt. Was meinen Sie denn damit? Wir hatten in unserer Pfarre vor einigen Wochen einen Vortrag vom berühmten Psychiater Haller über das Thema Wertschätzung und da hat er zwischendurch diesen einen bedenkenswerten Satz gesagt, der Mensch kann nicht mit einer Schuld leben. Die Schuld ist ein geistiges Phänomen. Wenn sich ein Mensch schuldig macht, dann ist etwas Geistliches wirklich da, ein geistliches Übel, das sein Leben mindert. Es ist so wie ein geistiger Rucksack, der den Menschen irgendwie niederdrückt, die Erkenntniskraft verdunkelt, den Willen zum Guten schwächt und vieles mehr. Und diese Schuld, wenn sie nicht bewältigt wird, mindert nicht nur das Menschsein, sondern ist auch ein Nährboden für weitere Schuld, sozusagen ein Einfallstor für das Böse. Deswegen ist die entscheidende Frage, wie geht der Mensch mit der Schuld um? Der falsche Weg ist jede Art von Verdrängen und Schönreden. Davon reden wir jetzt schon die ganze Zeit. Oft ist die Schuld nicht bewusst. König David hat einmal gesagt, Herr, bewahre mich vor Schuld, die mir nicht bewusst ist.
Es ist wie ein Medikament. Wenn man den Beipackzettel nicht liest, es hat trotzdem seine Wirkung, auch wenn man es nicht weiß. Ich erinnere mich jetzt auch an Papst Paul VI., der hat damals schon gesagt, die größte Sünde unserer Zeit ist das Verlust des Sündenbewusstseins, oder so ähnlich hat er das gesagt. Es gehört auch der Wille dazu, Schuld zu erkennen, eben der Wille, das Gewissen zu bilden. Und deswegen ist der Satz, nachher ist man immer gescheiter, auch ein typischer Verdrängungssatz. Und ich glaube, die tiefste Wurzel von vielen Formen von Schuld ist letztlich die Entfernung des Menschen von Gott. Das ist die eigentliche Schuld, wenn der Mensch Gott nicht mehr erkennt, wenn er sich vor ihm nicht mehr verantwortlich weiß, dann gibt es keinen wirklichen Sinn mehr im Leben. Der Mensch liefert sich einer Dynamik des Bösen aus, er wird Marionette und letztlich auch Werkzeug vieler böser Dinge. Ich erinnere mich an ein gewaltiges Buch über Max Scheler. Dieser Philosoph hat, glaube ich, in den 20er Jahren unglaublich tiefe und kräftige Worte gefunden über das Phänomen der Reue, die Fähigkeit, einen inneren Schmerz über begangene Schuld zu empfinden, und hat auch die unglaubliche reinigende, lebensschaffende Kraft dieser Eigenschaft hervorgehoben. Und was kann die Kirche hier konkret tun? Die Kirche sollte, kann jetzt vor allem zwei Dinge tun. Das erste, sie sollte Vorbild sein in der Aufarbeitung von Corona. Zweitens, die Kirche hat etwas ganz Kostbares und Wirksames, das ein berühmter Psychiater einmal bei uns im Bildungswerk-Vortrag als psychologische Sensation nannte. Und das ist ganz einfach das Sakrament der Buße, die viel geschmähte und vernachlässigte Beichte. Der Priester kann, wenn ein ehrliches Bekenntnis verbunden mit Reue und einem Vorsatz der Besserung da ist, dann kann er diese Worte sprechen: Ich spreche dich los von deinen Sünden. Und dieser Satz ist wirklich wirkmächtig. Es geschieht. Und das ist etwas unglaublich Großes. Ein Mensch kann dann wieder in Freiheit einen Neubeginn machen. Er bekommt eine wirkliche geistliche Kraft. Er kann das, was war, zurücklassen. Wir nennen diese geistliche Kraft auch die Gnade für den Weg als erneuerter Mensch. Natürlich wird der Mensch dann ernstlich daran gehen, Folgen der Schuld aufzuarbeiten, die durch die Vergebung nicht automatisch beseitigt sind. Auch da bietet die Kirche dann viele Hilfen an, das Gebet, Sühne und das ganze Glaubensleben insgesamt. Wenn wir heute erkennen würden, wie großartig dieses Sakrament der Buße ist, dann gäbe es riesige Warteschlangen vor den Beichtstühlen. An diesem Punkt stellt sich für mich die Frage, warum haben dann ausgerechnet viele kirchliche Vertreter bei Corona mitgemacht? Wie konnte es denn zu dieser geschichtlichen, einmaligen Unterwerfung der Kirche unter den Staat bewirken? Und warum haben kirchliche Vertreter diese Angst vor Krankheit und Tod gefördert, statt durch den Blick auf das ewige Leben Hoffnung zu verbreiten? Warum haben kirchliche Leute die Leute bedrängt, Menschen im Stich gelassen und gerade in der Krise die Heil- und Heilsmittel beschränkt? Und was sind die tieferen Ursachen dieses Verhaltens oder das Mittun kirchlicher Vertreter? Das ist eine sehr schwierige und auch eine sehr schmerzliche Frage. Aber ich würde jetzt so sagen, den tieferen Grund kann man nur erkennen oder zu erkennen versuchen, wenn man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte betrachtet. Was stand da im Vordergrund? Die Anpassung der Kirche, die Verweltlichung. Alle haben gesagt, die Kirche, man müsse mit der Zeit gehen. Und da war auch das Phänomen der Verharmlosung Gottes. Man hat den lebendigen Gott nicht mehr wirklich ernst genommen,
so eine Art bürgerliches Christentum geschaffen, wo die pastorale Nettigkeit wichtig war und dass man ja nirgends Anstoß erregt, frei nach dem Motto, Gott liebt uns alle, wie wir sind, aber wir tun, was wir wollen. Und damit zusammenhängend gab es auch eine Verharmlosung des Bösen. Man hat den Teufel abgeschafft, es gab sogar ein Buch darüber, Abschied vom Teufel. Man hat die Versuchungen nicht mehr gesehen oder geleugnet. Und dazu gehörte besonders auch, man hat nicht mehr einen inneren, geistlichen, spirituellen Kampf um die Liebe, um die Gottesbeziehung, um den Glauben geführt. Und man hat auch in der Gesellschaft nicht mehr gekämpft, es gab kaum mehr weltanschauliche Auseinandersetzungen. Kirchliche Vertreter haben die heißen Eisen gemieden und eher zu unwesentlichen Nebenschauplätzen Stellung genommen. Es gab kaum mehr eben diese wirkliche geistige Auseinandersetzung und auch nicht die weltanschauliche Bildung. Man könnte zusammenfassend sagen, es geschah in den letzten Jahrzehnten eine Liberalisierung und diese hat eine Relativierung aller wichtigen Grundsätze zur Folge gehabt. Und diese Liberalisierung, die beim jetzigen synodalen Prozess sozusagen in die Endphase geht, bedeutet nichts anderes als Profilverlust, Unterordnung unter Staat und Zeitgeist und letztlich eine Art Selbstrelativierung oder Selbstauflösung. Man könnte es mit dem Satz formulieren, die Kirche als mystischer Leib Christi erscheint durch diese Art von Katholizismus immer mehr wie ein bloß menschlicher Apparat und zumeist ohne Glauben. Und ich habe auch bei Corona irgendwo das Gefühl gehabt oder auch es oft beobachtet, dass gerade liberale Katholiken oder solche, die sich dafür hielten, begeisterte Maßnahmenverwirklicher waren und irgendwo fast manchmal mit Lust Kirchenpolizei gespielt haben, wenn es darum ging, ja, die Kirchen zu sperren oder Leute eben fernzuhalten. Man könnte fast sagen, je liberal, desto Zwang, desto Druck und so weiter, aber natürlich tue ich das nicht verallgemeinern. Und ich habe auch den Eindruck, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, Liberale neigen sehr dazu, Schuld zuzuweisen, da sind sie Weltmeister, aber sie tun sich irrsinnig schwer, eigene Schuld zuzugeben oder zu bereuen. Das ist das Problem, vor dem wir jetzt eben stehen. Und wie könnte jetzt eine vorbildliche kirchliche Aufarbeitung von Corona aussehen? Es bräuchte allgemeine Maßnahmen und konkrete. Allgemein, es bräuchte wirklich eine radikale Umkehr und Hinwendung zu Gott. Das ist die Schlüsselfrage. Gott muss im Mittelpunkt stehen, dann wird uns alles andere dazugegeben. Das heißt, eine Besinnung auf das Wesentliche, eine Überwindung des Relativismus in der Glaubenslehre, bei den Sakramenten und auch bei den Geboten und so weiter, ein Wechsel zu einer bekennenden missionarischen Kirche und auch eine Förderung der philosophischen und weltanschaulichen Bildung. Denn philosophisch weltanschauliche Gebildete können nicht einfach irgendeiner Ideologie zum Opfer fallen oder wenigstens nicht so leicht. Dann müssen auch ganz konkrete Dinge geschehen. Da wird es mir jetzt ein bisschen mulmig, wenn ich das formuliere. Eine wirkliche Entschuldigung von höchster Stelle wäre wichtig, eine Analyse der Vorkommnisse und auch der tieferen Ursachen, was da alles gelaufen ist. Personelle Konsequenzen vielleicht für die Mitglieder der Covid-Stäbe, Rehabilitierung von Gemaßregelten. Ganz konkret würde es auch dazugehören, eine Art Entsühnungsakt im Stephansdom für den Frevel der Impfung, der dort geschehen ist. Es hatte ein Priester aus der Diözese Innsbruck damals eine sehr gute Darlegung gemacht, die ist öffentlich publiziert worden. Er hat dargelegt, dass bei der Impfung Zelllinien von abgetriebenen Föten verwendet werden. Und das ist eine unglaublich brisante Frage. Und dieses Schreiben ist auf höherer Stelle nicht wirklich
bearbeitet worden. Hier müsste wirklich eine Klärung stattfinden, weil viele Leute eben davon wissen und aus Gewissensgründen eben größte Sorge und Bedenken hatten, was da im Stephansdom geschieht. Vielleicht nebenbei bemerkt, nicht zum Thema gehörend, aber was in Innsbruck in der Fastenzeit geschehen ist mit dem Schweineherz, da bräuchte es auch einen Akt der Entsühnung, aber das wäre ein eigenes Thema. Wenn eine ernsthafte innerkirchliche Aufarbeitung geschehe, dann glaube ich, könnte die Kirche einen großen Beitrag leisten zur Überwindung der Spaltung in der Gesellschaft und allgemein zur Aufarbeitung von Schuld, Vergebung und Sühne, denn das ist eigentlich ihr wahres Kerngeschäft. Und in welchen anderen Bereichen wäre denn noch Aufarbeitung nötig? Man müsste eigentlich sagen, überall, aber ganz besonders natürlich in den politischen Parteien, bei vielen Vereinen, im öffentlichen Leben, Schulen, überall praktisch, besonders auch in der Presse. Eigentlich kann man sagen, in allen Bereichen. Es wäre wichtig, eine gezielte medizinische Arbeitung durch Prüfung von Todesfällen und Krankheiten systematischer Art, die psychologischen Vorgänge, die geschehen sind, die soziologischen Auswirkungen und auch die ökonomischen Folgen, all das müsste ein bisschen analysiert und aufgearbeitet werden. Und worin, glauben Sie, liegen dabei die Schwierigkeiten oder was behindert eine konsequente und solide Aufarbeitung? Da gibt es mehrere Bereiche. Für eine Schwierigkeit habe ich ehrlich gesagt sehr großes Verständnis. Sehr viele Leute haben diese Zeit gelitten, Dinge durchgemacht, sie fühlten sich überfordert, waren dem Druck ausgesetzt, der Propaganda, der Spaltung und alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Und sie wollen jetzt einfach Ruhe haben und nichts mehr davon wissen. Das ist irgendwie verständlich, aber auf Dauer ist es doch nicht gut. Ein anderes Problem, ich würde sagen, ist die Solidarität der Schuldigen. Fast die gesamte Oberschicht, politisch, sogar auch kirchlich, Vereinswesen und in den Medien, hat vieles mitgemacht, vollzogen und unkritisch gefördert oder wenigstens irgendwie wissentlich nicht verhindert. Und es gibt jetzt niemand Außenstehenden oder sozusagen Darüberstehenden, der sozusagen das jetzt in Angriff nehmen könnte. Es bräuchte eine besondere Gnade, dass Schuldige von sich aus die Aufarbeitung beginnen. Und das ist nur möglich, wenn eine wirkliche Gewissensbildung vorliegt. Und genau da ist dieser Satz, nachher ist man immer gescheiter, eben nicht sehr hilfreich. Es wird auf allen Ebenen die Aufarbeitung meines Erachtens eher behindert als in Angriff genommen. Ein anderes Haupthindernis ist der Stolz des Menschen. Der Mensch will nicht zugeben, dass er etwas angerichtet hat. Dabei wäre gerade das die Größe eines Menschen, die besteht darin, dass er seine Kleinheit erkennt, und die Fähigkeit zur Umkehr wäre eigentlich etwas Schönes, Großes und sogar Edles. Damit verwandt mit dem Stolz ist auch die falsche Scham mancher Geschädigter. Sie verdrängen die Ursachen, sie spüren, dass es irgendwie damit zusammenhängt, sie wollen aber nicht Belogene oder Betrogene sein. Ein fünfter Grund ist die Angst. Da habe ich auch Verständnis dafür, weil eben alles so belastet ist, hat man Angst, irgendwo in ein Wespennest hineinzustechen. Es kommt auch die Angst dazu vor Nachteilen und Ausgrenzung, wenn man diese Sache jetzt wirklich angehen möchte. Einen Grund möchte ich noch anführen, das ist die Dummheit. Ich meine aber hier nicht die mangelnde Intellektualität. Wir haben ja zuvor darüber gesprochen, dass gerade die Intellektuellen am meisten versagt haben, sondern das, was Dietrich Bonhoeffer meinte, als er von der Dummheit sprach, von einem soziologischen Phänomen, nämlich dass die äußerliche Machtentfaltung, wenn sie sehr heftig und wirkungsvoll ist, einem Menschen seine innere Selbstständigkeit rauben kann,
dass er dann nicht mehr er selbst ist, sondern wie in einem Banne verblendet. Das heißt, einem Menschen wird auf diese Weise durch Machtausübung, Medien und so weiter, die Selbstständigkeit genommen und Schlagworte und Parolen haben dann Macht über ihn gewonnen. Er wird ein willenloses Instrument, zum Bösen fähig, schreibt Bonhoeffer, und unfähig, Böses zu erkennen. Und dann sagt er noch diesen sehr dramatischen Satz: Diese Form der Dummheit kann nicht durch eine Belehrung, sondern nur durch einen Akt der Befreiung überwunden werden. Mhm. Gibt es denn Ansätze für eine Umkehr oder für die Aufarbeitung? Es gibt bei den einfachen Menschen doch sehr viele Beispiele, wo sich jemand entschuldigt hat und sagt, du, es tut mir leid, dass ich Druck ausgeübt habe, ich habe das nicht gewusst. Da gibt es sehr viele erfreuliche, schönere Dinge. Schwieriger wird es sozusagen in höheren Etagen. Vielleicht ist es in unserem Bereich am schwierigsten, muss man traurigerweise sagen. Politisch gesehen gibt es einen positiven Ansatz, zum Beispiel in Niederösterreich durch die Zusammenarbeit der ÖVP und der FPÖ. Da denkt man zum Beispiel auch konkret an Entschädigungen von Leuten, die Schaden erlitten haben. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag zur Überwindung der Spaltung, wenn auf oberster Ebene sozusagen diejenigen, die das vollzogen haben, und die Opposition, die kritisch waren, wenn diese sich zusammenreden. Wenn das auf der oberen Ebene geschieht, dann ist das ein mächtiger Anstoß, dass auch auf der herunteren Ebene die Menschen sich zusammenreden. Nebenbei bemerkt, finde ich es auch erfrischend, dass es in Niederösterreich so eine Art Besinnung auf die Normaldenkenden gab. Diese haben doch im Wesentlichen vieles aufrechte Haltung, wie wir schon sagten, auch zur Wende beigetragen. Mhm. Leider ist das ein Beispiel und es gibt viele eher negative Beispiele. Zum Beispiel in Tirol wird diese unselige Ausgrenzung in der Politik weiter fortgesetzt. Da muss man auch irgendwie sagen, dass in Tirol, das ist etwas sehr Trauriges, dass das Land Tirol sozusagen ein großer Vorreiter im Corona-Geschehen war. Damit meine ich natürlich jetzt nicht die vielen gut arbeitenden Bürgermeister oder viele einfache Leute, sondern wirklich nur die Spitze oben, vielleicht weltlich und geistlich. In Tirol hat man sogar gesprochen, wir sind Testweltmeister. Tirol wurde ein Musterimpfbezirk erwählt. Am Aachensee in Tirol wurde die verhängnisvolle Impfpflicht beschlossen. Und in vielen Bereichen wurden eben in gründlicher Konsequenz überzogene Maßnahmen durchgeführt. Und gerade deswegen wäre jetzt in Tirol ein noch größerer Bedarf da, im Sinne einer Überwindung der Spaltung und des sozialen Friedens, den Kontakt und das Gespräch mit denen zu suchen, die kritisch waren, die in Opposition waren und vor allem auch auf das einfache Volk zu hören. Das wäre meines Erachtens wirklich christlich, es wäre sozial und es wäre auch ein Abschied von dieser Fixierung auf links, was momentan auch kirchliche Kreise erfasst hat. Was passiert, wenn die Aufarbeitung nicht in Angriff genommen wird? Da wird vieles passieren. Wenn die Justiz nicht ernsthafter zum Aufarbeiten beginnt, dann könnte es einmal zu einer Selbstjustiz kommen, das wäre ganz etwas Schreckliches. Wenn politisch nicht aufgearbeitet wird, wird die Spaltung tiefer werden und es wird zu schlimmen, unstabilen Zuständen kommen. Die unbewältigte Schuld bildet einen Nährboden eben für eine vielleicht weitere Katastrophe, die sich ja irgendwie schon abzeichnet. Und wenn wir das kirchlich betrachten, wenn innerhalb der Kirche die Aufarbeitung nicht in Angriff genommen wird, dann habe ich die Sorge, dass wir einfach die Gnade Gottes verlieren und gesellschaftlich damit den direkten Zusammenhang einfach überflüssig werden. Was ich eigentlich wirklich fürchte, ist das, der Herr könnte uns in unserem Land
seine Kirche wegnehmen. Wie meinten Sie das, eine nächste Katastrophe? Es muss uns allen völlig klar sein, wenn es jetzt keine Umkehr und keine Aufarbeitung gibt, dann kommt es irgendwie dicker, wie Sie eingangs schon formuliert hatten. Es könnte eine Art neuer Virus plötzlich im Umlauf kommen oder gesetzt werden. Es könnte irgendetwas kommen, das jemand geplant hat, was wir noch wissen, nicht wissen. Oder es könnte nach dem Muster des Corona-Geschehens Ähnliches mit der Klimaveränderung passieren, was sich ja medial propagandistisch bereits abzeichnet, mit fast den gleichen Beteiligten und einem ähnlichen Schema. Man muss hier natürlich wieder unterscheiden, so wie es ja in Corona auch wichtig war, zwischen Virus und dem, was man daraus gemacht hat, zu unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen der Klimaveränderung, die es ja gibt mit vielen Ursachen, die aber beileibe nicht mit Sicherheit geklärt sind, und dem, was jetzt unter Klimaschutz propagiert wird. Diese Klimapropaganda wird nicht so sehr wissenschaftlich, sondern mehr ideologisch oder manchmal sogar wie eine Art Ersatzreligion angegangen. Und ein Schema für so eine Entwicklung könnte sein, man entwirft ein Bedrohungsszenario, das mit teilweisen und scheinwissenschaftlichen Argumenten untermauert und von den Medien ständig eingebaukt wird. Wissenschaftler mit anderen Meinungen werden, so wie auch in Corona, ausgesperrt. Damit verbunden ist eine gezielte Angstmache. Es werden dann Andersdenkende als Leugner, Schwurbler, als Gefährder hingestellt und gebrandmarkt. Und dann, wenn die Angstmache sozusagen erfolgreich ist, dann kommen die Maßnahmen, so wie es eben in der Vergangenheit geschehen ist. Und man kann eigentlich jetzt schon erkennen, dass etwas vorbereitet wird. Die Medien betreiben schon gezielte Propaganda. Die Grünen träumen schon von radikalen Maßnahmen, analog zu Corona. Der Gesundheitsminister hat das neulich ganz unmittelbar und direkt auch so formuliert. Und da kann man davon ausgehen, wenn das kommt, dass der Herr Bundespräsident und alle Linksparteien außer der FPÖ großes Verständnis haben. Und selbstverständlich sind auch kirchliche Kreise auch schon wieder dann mit dabei, als Diener des Staates, unterwürfig, vorauseilendem Gehorsam. Sind Sie denn in Bezug auf die Zukunft trotzdem optimistisch oder pessimistisch? Naja, pessimistisch und optimistisch, das sind zwei weltliche oder mehr politische Kategorien. Ich würde da lieber den Begriff Hoffnung verwenden. Menschlich gesehen gibt es die Hoffnung, dass immer mehr Menschen gegen die Propaganda, und viele sind durch die Erfahrung der letzten Jahre mutiger und selbstbewusster geworden, das heißt, immer mehr Menschen haben sich auch zusammengetan und vernetzt. Es gibt viele Menschen, die beten, und das ist ein ganz mächtiger Faktor. Es gibt dann sozusagen einige hoffnungsvolle Grundfeststellungen, auch allgemeiner Art. Ich habe einmal den Satz gelesen, der Niedergang ist für den Weisen ein Fortschritt, nur für den, der ihn verursacht, ist eine Katastrophe. Für Menschen, die offene Augen haben, weltanschaulich gebildet sind, sind manche Dinge nicht so überraschend und sie können sie dann auch leichter tragen, weil sie es im Vorhinein gesehen haben. Mhm. Es gibt dann einen philosophischen Grundsatz, der, glaube ich, unglaublich hilfreich sein kann, der einfach wirklich so ist: Die Wahrheit hat ein Sein und die Lüge nicht. Das heißt, am Ende kommt die Wahrheit mit Sicherheit als Sieger heraus, und jeder, der die Wahrheit sucht, der Wahrheit dient, kann in sich ruhig und geborgen sein. Beruhigend ist auch die geschichtliche Erfahrung. Es haben immer wenige Menschen viel bewirkt, und das möchte ich jetzt euch, den Hörern, sagen. Jeder von euch hat eine unglaubliche geistige Macht. Wenn ihr euch für die Wahrheit entscheidet, habt ihr viel, viel mehr Macht, als ihr glaubt.
Ein weiterer Punkt, den ich als Christ auch formulieren möchte, für uns kommt es nicht darauf an, dass wir uns jetzt unmittelbar durchsetzen oder sozusagen siegen, wenn man das Wort überhaupt verwenden möchte. Es ist entscheidend, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir uns für das Gute und Wahre einsetzen und vor allem nicht schuldig werden oder, wenn es der Fall war, eben wieder umkehren und aufarbeiten. Und wer sich nicht schuldig macht, kann gelassen sein, braucht sich die Freude nicht nehmen zu lassen und wird sicher viel, viel mehr Kraft bekommen, in Schwierigkeiten standzuhalten. Und noch ein Punkt für Christen wichtig: der eigentliche Sieg, wenn wir das ganze Szenario auch geschichtlich betrachten, ist schon vollbracht. Christus hat über das Böse gesiegt und wer auf seiner Seite ist, der hat die Kreuzesnachfolge, aber er hat schon verborgen Anteil am Sieg. Am Ende möchte ich noch ein paar Worte anfügen. Wir haben als Christen die Hoffnung, die wirklich trägt. Vor 2 Wochen, glaube ich, war das im Sonntagsevangelium, die Stelle, wo Petrus bei stürmischer See vom Boot aus über das Meer auf Jesus zugeht. Und wie er dann auf den heftigen Wind blickt, sozusagen, und nicht mehr auf Jesus, beginnt er zu sinken. Er schreit dann: Herr, rette mich! Und der Herr streckt die Hand aus, er rettet ihn. Und beide steigen sie dann in das Boot, der Jünger, und dann legt sich der Wind. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Wenn sich Menschen von Gott entfernen und nur mehr auf den Wind der Zeit, des Zeitgeistes blicken, dann versinken sie in Ideologien, in Aberglaube. Sie geraten in die Dynamik des Bösen und dadurch gerät auch die Schöpfung Gottes aus dem Gleichgewicht. Und die Ruhe, die jetzt da ist, von der wir anfangs gesprochen haben, ist keine wirkliche Ruhe und es liegt an uns, was daraus wird. Wenn wir nicht umkehren und nichts aufarbeiten, dann ist es eine Ruhe nach dem Sturm und vor dem nächsten Sturm. Und umgekehrt, wenn wir uns jetzt mit Gott mehr und tiefer verbinden, in einem lebendigen Glauben, wenn wir auf den Herrn vertrauen, zu ihm beten, ja, wenn wir zu ihm schreien, dann rettet er uns. Dann steigt er in unser Boot herein, der Wind des Zeitgeistes legt sich und auch das Klima beruhigt sich. Deswegen möchte ich mit den Worten schließen: den Betern kann, nein, noch mehr, den Betern wird es gelingen. Ich danke schön. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dekan. Bitte gerne.